Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einem wunderbaren Unboxing. Jawohl, es ist jetzt schon ein paar Tage her, zumindest für mich. Ich hatte ja das Unboxing zur GTX 1080 Ti aufgenommen gehabt und noch irgendeins. Ach, die Funbox, genau. Aber jetzt so langsam, wir haben den 15. Ne, wir haben den 16. Und jetzt so langsam trudeln die ganzen Boxen ein. King's Loot und Get Digital ist auch unterwegs. Und natürlich auch, wie immer, am frühesten im Monat oder als erstes im Monat, die Loot Chest. Ja! Ich bin sehr gespannt. Und es ist die vorletzte Box des Jahres. Nächsten Monat geht es dann auf Weihnachten zu. Ich bin mal sehr gespannt, was die Herrschaften sich da so einfallen lassen haben. Und wir gucken einfach mal rein. Oh, was ist das? Ich guck nicht. Das T-Shirt liegt ganz oben drauf tatsächlich. Ich weiß nicht, sollen wir mit dem T-Shirt anfangen? Ach komm, wenn es schon ganz oben liegt, warum nicht? Fangen wir einfach mal mit dem T-Shirt an. Wie gesagt, wenn das schon ganz oben drauf liegt, das, was da sonst so drin ist, ja doch, das sieht sehr, sehr geil aus. Vor allem das. Aber wie gesagt, wir beginnen mit dem T-Shirt und es handelt sich hierbei um Mushroom Kingdom 4. Sehr geil. Es ist ein Mario-T-Shirt, beziehungsweise es ist tatsächlich ein Mario Kart-T-Shirt. Ja, es ist ein Mario Kart-T-Shirt, das ist sehr geil. Es ist so eine Wettervorhersage für den Mushroom Kingdom Cup sozusagen, ja. Da sehen wir es, ne? Montag, sonnig, schöne, schnuckelige 23 Grad. Dann haben wir am Dienstag haben wir 19 Grad, ein bisschen wolkig. Naja, und am Freitag, weißt du Bescheid, da ist Bombenstimmung. Hier, sehr, sehr geiles T-Shirt, gefällt mir außerordentlich gut. Hammergeil. Ich meine, Mario bzw. allgemein Nintendo-Sachen sind eh immer geil. Aber natürlich so ein Mario Kart-T-Shirt hat man, glaube ich, so auch noch nicht gehabt. Also ich zumindest hatte jetzt noch keins. Jetzt habe ich eins. Sehr, sehr geil. Gefällt mir richtig, richtig gut. Nettes T-Shirt. Jetzt schon mal Daumen hoch dafür. Und passt natürlich auch, ne, zum Release von Super Mario Odyssey. Wir machen weiter. Und zwar mit dem hier. Cthulhu. Ja, Cthulhu ist mittlerweile irgendwie weiß ich nicht. Jede Box hat irgendwie mittlerweile was von Cthulhu da drin. Ne? Da war es mal eine Zeit lang sehr, sehr ruhig gewesen. Jetzt ist es wieder ein bisschen aufgeflammt. Ja, die alte Liebe zu Cthulhu, das sind Spielkarten in Premium-Qualität. Es gibt mittlerweile auch ein Cthulhu Monopoly. Aber die Spielkarten sehen sehr, sehr geil aus. Hört sich lustig an. Die Spielkarten sehen sehr, sehr geil aus, denn die haben einen richtig coolen Stil. Ja, hier, guck mal. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Das ist so ein bisschen, ja, weiß ich, 60er, 70er Jahresstil gemacht. Das sieht irgendwie schon sehr, sehr nice aus auf jeden Fall. Ich mache die jetzt nicht auf, weil ich kein Kartenspielspieler bin. Aber die sehen schon sehr, sehr hübsch aus auf jeden Fall. Hinten drauf sieht man auch nochmal, da gibt es noch ein paar weitere Karten zum Bestaunen. So sehen die dann aus. Sieht schon hübsch aus auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall machen. Na, sehr gut, sehr gut. Was haben wir hier? Und gerade jetzt natürlich zu der Jahreszeit sind natürlich so Gesellschaftsspiele auch ganz gerne gesehen tatsächlich. Ja. Was haben wir hier? Toxic Waste, Nuclear Sludge, Sour Candy Flavor Chew Bar, Ultra Sour Flavor. Toxic Waste, da gab es tatsächlich mal diese Tonne, die dieses Unboxing moderiert, nein. Diese Tonne hier, die gab es tatsächlich, ich weiß nicht, wie kann ich das jetzt zeigen, oder dass ich das, achso, hier, die da, die gab es tatsächlich auch mal als Item in der Loot Chest, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, was da drin war. Ich glaube, da war da so ein Slime oder sowas drin. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist das hier ein Kaubonbon, der durch die Kälte jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen brüchig ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber das ist auf jeden Fall wieder eine kostenlose Dreingabe. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier, was ist das? Das sieht mir nach einer Tasse aus. Oh, das ist eine Mug to go. Jawohl, eine Tasse zum Gehen. Also eine mobile Tasse, oder was heißt eine mobile Tasse? So eine Tasse für unterwegs, sozusagen, von Justice League. Jedem sollte Justice League auf jeden Fall ein Begriff sein. Das kennt man, ne? DC Universe, weißt du Bescheid. Justice League, sehr, sehr nice. Und das ist, wie gesagt, eine Mug to go. Ich zeige euch die trotzdem gerne mal. Ich habe meistens das Problem, dass die Dinger natürlich, die halten nicht warm. Ja, also das ist in 90% der Fälle, halten diese Dinger nicht warm. Die hat aber eine richtig krasse Qualität. Mit Gummi? Ja, okay, muss man sehen. Weiß ich nicht, wie sehr das hält und ob das hält. Man muss es auf jeden Fall richtig drauf machen. Das hier oben ist, wie gesagt, so Gummi. Ja, ist okay. Ist okay. Das hier ist tatsächlich Keramik. Ja, das ist relativ hochwertig.
Ja, hier passt ein schönes Käffchen rein auf jeden Fall. Und das hier ist, wie gesagt, so Silikon. Ja, nicht Gummi, sondern Silikon. Ja, muss man sehen. Also es ist nicht einfach so drauf zu kriegen. Muss man mal sehen, wie gesagt, ob das hält. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Sowas kann man zum Gassi gehen auf jeden Fall sehr, sehr gut mitnehmen. Problem ist allerdings nur, du kannst es nicht zumachen. Also du musst dir irgendwie, selbst wenn du das Ding leer getrunken hast, das bleiben ja immer Reste drin. Und das Ding ist, du musst dir dann quasi sozusagen eine Tüte oder irgendwas mitnehmen, wo du das reintun kannst, weil dieser Noppel hier oben ist dauerhaft offen. Ja, also ist nichts mit in die Tasche stecken und eben kurz, ne, während der Bahnfahrt oder sowas, sondern du musst tatsächlich gucken, dass du das Teil dann immer irgendwie verstaust, sodass es nicht ausläuft. Das ist ein bisschen blöd, muss ich sagen, aber trotzdem eine coole Idee auf jeden Fall. Und wie gesagt, so gerade zum Gassi gehen oder sowas, jetzt bei den kalten Tagen, wenn man sich ein Teechen mitnimmt oder sowas, ist das auf jeden Fall eine ganz nette Sache. So, ich verschließe das Ding. So, wunderbar. Schönes Item, gerade für die Wintertage jetzt. Und dann haben wir hier, was ist das? Batman Series 1 Otaku Mini Posters. Zwei Mini Poster enclosed. Aha, das sind Mini Poster von Batman. Sieht man die irgendwo drauf, welche da jetzt drin sind? Ich glaube nicht. Ah, es gibt 16 verschiedene. Unter anderem Gotham City, dann gibt's Batman, dann gibt's das Batman-Logo in verschiedenen Ausführungen und so weiter und so fort. Ja, das sind wie gesagt zwei Mini-Poster. Ich weiß jetzt nicht, welche da drin sind. Das sieht man vorher scheinbar nicht. Series 1, ich zeige es euch trotzdem gerne mal und hier an der Seite gerne dann auch nochmal, welche Poster es theoretisch gesehen gibt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da jetzt genau drin ist. Das sieht man, wie gesagt, von außen glaube ich nicht. Oder ich bin einfach nur blind, das kann natürlich auch gut sein. Ihr habt das Ganze einmal gesehen. Aber auch die lasse ich jetzt einfach mal zu, weil ich habe A, keine Platz mehr für Poster, und B, ja, ich habe keinen Platz für Poster. Und ich hänge sie sowieso im Moment nicht auf, deswegen lasse ich sie lieber zu. So, dann machen wir weiter mit diesem wunderbaren Gratis Comic. Ein Justice League Gratis Comic. Okay, mit Batman, mit natürlich mit Wonder Woman und mit, ist das Iron Man? Nee, Iron Man ist Marvel, oder? Ich halte besser die Klappe, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Da bin ich tatsächlich doch vorsichtig. So, auf jeden Fall ein Gratis-Comic von Panini. Jawohl, 20 Jahre Panini-Comic, ein DC-Comic, wie gesagt, eine Gratis-Geschichte, Justice League. Und natürlich mit ein bisschen Werbung drin, ist klar, es ist ein Gratis-Comic, da ist natürlich Werbung drin. Ansonsten aber vom Zeichenstil her auf Deutsch und natürlich auch vom Zeichenstil her, wie man es kennt, gewohnt, qualitativ hochwertig. Ja, auch das eine nette Idee. Dann haben wir hier noch das Lootbook drin. Da gucken wir gleich mal rein. Ja, da gucken wir gleich mal rein. Und jetzt holen wir das hier noch raus. Und das finde ich ziemlich cool. Die Box ist leer. Aber das finde ich nice, weil das habe ich früher immer gespielt. Ich habe das super gerne gespielt. Das ist Trivial Pursuit. Und es ist Trivial Pursuit mit Harry Potter. Und das ist richtig geil. Wo habe ich das Messer? Messer, wo bist du? Da ist es. Ich habe mein Reaper-Messer übrigens verlegt. Ich weiß nicht, wo es ist. Es ist bei irgendeinem Karton wahrscheinlich noch in der Nähe oder sowas. Da steht so wieder so viel Kram da drin rum. Ich muss das dringend mal suchen. Ich weiß nicht, wo ich es hin habe. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist richtig nice. Das finde ich richtig, richtig geil. Trivial Pursuit mit Harry Potter. Komm schon! Komm raus! Alter! Was ist das? So, da haben wir natürlich einen Würfel, ne? Kennen wir ja von Trivial Pursuit. Ich liebe Trivial Pursuit. Wie geht das da ab? Ach, das ist da hinten festgemacht. Naja gut, dann lasse ich das jetzt einfach mal dran. Ich habe jetzt keinen Bock, das da rauszufriemeln. Das ist auf jeden Fall so eine Kiste, ne? So eine Harry Potter Box sozusagen. Und da sind natürlich Spielkarten drin. Das geht jetzt auch wieder nicht auf. Sag mal, willst du mich verkackeiern? Ist das irgendwo zugeklebt? Nö. Hä? Wie geht das doch nicht auf? Ist das eine Zauberkiste oder was? Bin ich nicht mächtig, diese Kiste zu öffnen? Hä? So geht das nicht auf. Maha! Okay, ich mach's doch auf. So ein Magic-Knoten da hinten oder was? So, auf da jetzt. Komm. Ärger mich nicht, du dumme Sau. So. Ah, okay. Und jetzt muss man das quasi noch. Jetzt kann man es erst aufmachen, richtig. Ja, mein Gott, das ist ja bescheuert. Ist ja unglaublich. Naja, Trivial Pursuit erklärt sich von selbst. Ihr habt hier vorne drauf habt ihr Karten sozusagen. Ja, also vorne drauf habt ihr Fragen auf so einer Karte.
Und dann würfelt man und dann kriegt man die Frage gestellt und muss eben die Antwort dann sozusagen wissen. Hier sind so Fragen drauf. In wessen Körper tritt Voldemort Harry das erste Mal gegenüber? Ja? Oder wie heißt der Zug, der die Schüler nach Hogwarts bringt? Ne, solche Fragen, dann würfelt man. Und Ziel des Spiels, so wird gespielt, die Karten werden mit der Frageseite nach vorne im Kartenhalter platziert. Der erste Spieler wird bestimmt, dann wird im Uhrzeigersinn gewechselt. Du bist am Zug und so gewinnst du das Spiel, Tempospiel und so weiter und so fort. Ich mag Triple Pursuit, ich liebe das. Ich habe ja schon überlegt, ob man das vielleicht nicht auch mal im HWSQ irgendwie spielen könnte. Es gibt doch bestimmt Online-Versionen von Triple Pursuit. Das kann ja gar nicht sein, dass es das nicht gibt. Und da gab es immer verschiedene Varianten. Ja, da gab es immer so fortgeschrittene Varianten. Da gab es Kinder-Triple Pursuit und so weiter und so fort. Aber richtig geiles Item, das gefällt mir außerordentlich gut. Das finde ich sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ja, ansonsten war die Box wirklich nice. Gefällt mir richtig gut. Schöne Items drin gewesen. Wenn ihr auch eine Loot-Chest wollt, checkt unten die Videobeschreibung, da habe ich euch alles verlinkt. Und ansonsten, ich bedanke mich fürs Zuschauen, verweise auf die anderen Unboxings, die folgen werden. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.